Wir behandeln Kinder und Jugendliche mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, muskuloskeletalen Schmerzen. Und wir glauben, dass man die am besten erreichen kann durch coole Videos. Und vor allen Dingen auch die Kinder, die noch gar keine Patienten sind, sondern die einfach ein Problem haben, im Internet unterwegs sind, das dann finden und wissen, ah, ich habe Migräne, ich habe Spannungskopfschmerzen, was kann ich vielleicht dagegen tun? Also die Zusammenarbeit mit dem Bodo Buttrus, dem letzten Chefzeichner von Fix & Foxy, ist eigentlich eher durch Zufall entstanden und wir haben eine Menge von dem gelernt. Unter anderem eben rezipientengerechte Videos zu produzieren. Wir bekommen Rückmeldung von Kindern, die finden das in der Regel cool, das Video. Wir bekommen aber auch viel Rückmeldung von erwachsenen Schmerztherapeuten und Schmerzpatienten. Das Spannendste ist, dass es Kliniken gibt, die zeigen ein ähnliches Video für Erwachsene und das für Kinder und lassen ihre Patienten abstimmen, was besser ist. Und diese große Klinik, die das gemacht hat, hat herausgefunden, dass das Kindervideo für die Erwachsene viel besser ist als das Erwachsene-Video. Und die zeigen jetzt ihren Patienten immer unser Kindervideo. Was ist Fast Forward Science für mich? Also zuerst mal ist Fast Forward Science ein Wettbewerb, auf den wir aufmerksam geworden sind und der uns interessiert hat, den wir cool fanden. Dann haben wir uns beworben und wurden abgelehnt, obwohl wir geglaubt haben, wir gewinnen. Und dann ist das natürlich erstmal eine Frustration. Und dann haben wir uns dieser Frustration angenommen und haben eine lange E-Mail geschrieben an Fast Forward Science und gesagt, ey, das geht nicht, dass ihr uns ablehnt. Und dann haben wir eine schöne E-Mail zurückgekriegt und daraus ist eine Konversation entstanden, wo wir gelernt haben, wie man Videos produziert. Und dieses, was wir gelernt haben, haben wir im zweiten Video umgesetzt, was jetzt eben den Preis gewonnen hat. Insofern ist Fast Forward Science für uns eine große Stimulation, Wissenschaftsvideos so zu drehen, dass sie richtig Spaß machen und nicht nur eine Message transportieren. Mhm.